Die imaginäre Exponentialfunktion, von der wir ja gesehen haben, dass die auf dem Einheitskreis liegt, liefert uns jetzt auch eine Möglichkeit, komplexe Zahlen in einer anderen Form darzustellen als mit Real- und Imaginärteil. Ja? Und das wird dann die Darstellung in Polarkoordinaten sein, mit Hilfe von der wir dann auch die Multiplikation viel besser verstehen können. Na, bis jetzt haben wir typischerweise unsere komplexen Zahlen hingeschrieben als Vektoren im R2, dann ist die Addition klar, aber die Multiplikation in dieser Darstellung ist nicht wirklich offensichtlich. Ja, um zu sehen, was die wirklich bedeutet, ist es halt besser, in eine andere Darstellung überzugehen und es wird halt die in Polarkoordinaten sein. Ja, und die ist halt dadurch gegeben, dass wir schon wissen, erstmal, dass wir Elemente auf dem Einheitskreis, also die vom Betrag 1, dass wir die in der Form e hoch i phi schreiben können. Nicht? Also wenn ich eine komplexe Zahl habe und ich weiß, die liegt auf dem Einheitskreis, dann haben wir ja vorhin gesehen, dass dieses z dann als e hoch i phi geschrieben werden kann. Ne? Wobei wir im Prinzip aus Real- und Imaginärteil von dem Z können wir das Phi auch berechnen. Aber auf jeden Fall können wir es so darstellen. Und diese Darstellung, die können wir auch eindeutig machen, indem wir das Phi einschränken. Ja, natürlich, wenn ich das Phi ist der Winkel, das heißt, wenn ich bei 2 Pi bin, dann bin ich einmal rumgelaufen und wenn ich das Pi dann größer mache, dann laufe ich halt weiter rum und kriege die gleichen Zahlen nochmal. Na, das heißt, ein kanonisches Intervall für Phi ist halt von 0 bis 2 Pi. Dann laufe ich genau einmal auf dem Kreis rum. Ja, wenn natürlich das Phi negativ ist, dann laufe ich natürlich auch rum. Also ich könnte ein beliebiges Intervall der Länge 2 Pi nehmen, wo ich das Phi reinlege, aber kanonisch ist zum Beispiel von 0 bis 2 Pi zu gehen. Nicht? Also diese Darstellung ist eindeutig. Wenn wir das Phi auf das Intervall von 0 bis 2 Pi einschränken und bei 0 mache ich es abgeschlossen und hier mache ich es offen, ne? Weil die 2 Pi, das gibt mir die gleiche Zahl wie 0, weil e hoch i 2 Pi ist es gleich, ist wieder 1, da bin ich halt wieder zurück auf dem Einheitskreis. Nicht? Also falls wir das so einschränken. Gut, das gibt uns jetzt Darstellungen für Zahlen auf dem Einheitskreis. Natürlich ist nicht jede komplexe Zahl auf dem Einheitskreis, aber wir können natürlich einfach die Länge skalieren, sodass sie auf dem Einheitskreis liegt. Das heißt, im Prinzip hat meine komplexe Zahl eine Länge, das ist ihr Betrag, nicht? Und dann, wenn ich das durchdividiere, lege ich auf dem Einheitskreis und dann kann ich es halt so skalieren, nicht? Das heißt also, ein allgemeines Z in C, also eine allgemeine komplexe Zahl, ja, können wir dann halt schreiben als z, als r mal e hoch i phi. Nicht? Wobei das r, das ist jetzt eine reelle Zahl und das ist einfach der Betrag von z. Ja, ich nehme einfach r als den Betrag von z und wenn ich dann das z durch das r durchdividiere, dann habe ich eine Zahl von Betrag 1 und die kann ich dann in der Form schreiben. Ja, okay, und das ist die Polarzerlegung von z und R und Phi, mit denen ich das Z beschreibe, das sind die Polarkoordinaten von meiner komplexen Zahl. Ja, oder wenn ich will, von meinem Element in R2. Okay, also R und Phi, die beiden Zahlen zusammen, sind die Polarkoordinaten von Z. Und das R, das ist natürlich der Betrag von Z. Ja, ist ja quasi hier so definiert. R ist der Betrag von z. Und das Phi nennt man typischerweise das Argument. Ja, das ist das Argument, das da oben auftaucht, also der Winkel. Ja. Das Argument von z. Gut, natürlich sollte man sich wieder überlegen, ist es jetzt eindeutig oder nicht. Und natürlich. Ich habe ja gesagt, ich definiere das R so und dann definiere ich hier durch R durch. Wenn R gleich 0 ist, habe ich natürlich Probleme. Ne? Das ist natürlich klar. Wenn ich die 0 hier habe, dann ist der Betrag 0 und dann ist nicht klar, welches Element auf dem Einheitskreis soll ich nehmen. Da kann ich jedes nehmen. Also für R gleich 0 gibt es keine kanonische Wahl für das Phi. Nicht? Also
Für die 0 sind die Polarkoordinaten nicht wirklich eindeutig definiert, aber für alle anderen Zahlen ist es okay. Also für z gleich 0 ist natürlich das r gleich 0. Und es gibt dann halt keine kanonische Wahl für Phi. Und es gibt keine kanonische Wahl für Phi. Das heißt, ich kann im Prinzip ein beliebiges wählen, aber es ist halt nicht eindeutig durch die 0 festgelegt. Nicht, weil die 0, z gleich 0, kann ich ja schreiben als 0, als den Betrag mal e hoch i Phi für irgendwas, weil wenn hier die 0 steht, dann spielt es gar keine Rolle mehr, was ich da hinschreibe. Also das gilt für alle Phi in R. Gut, aber wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich natürlich eine eindeutige Wahl. Und dann gibt es also eindeutiges R und eindeutiges Phi, wobei ich das Phi natürlich wieder einschränken muss auf das richtige Intervall zwischen 0 und 2 Pi. Ja, also wenn das Z nicht die 0 ist, dann sind die Polarkoordinaten von diesem Z, also das R und das Phi, eindeutig bestimmt. Nicht? Und das R ist natürlich dann größer als 0 und das ist einfach der Betrag. Und das Phi ist halt wieder eingeschränkt auf das Intervall von 0 bis 2 Pi, einseitig offen, nicht? Weil 2 Pi entspricht dem Pi, also eindeutig. Bestimmt. Ja. Gut, okay, male ich das vielleicht mal als Bild hin, also was wir hier haben. Ja, ich habe meine komplexe Ebene. Gut, ich male mir mal erst schon mal einen Kreis hin. Ne? So. Jetzt habe ich mein Element Z, meine komplexe Zahl Z. Ja, die ist erstmal natürlich, typischerweise schreiben wir die in der Form x plus iy. Also x und y ist Real- und Imaginärteil. Ja, und ich habe dann hier halt die x-Komponente und hier die y-Komponente. Also so kann ich mein z bestimmen, indem ich x und y angebe. Ja, aber jetzt sage ich, ich kann das auch in einer anderen Form schreiben. Ich kann das nämlich schreiben als r mal e hoch i phi, ja, wobei r, das ist jetzt halt die Länge vom Abstand hier, von der 0. Ja, also ich bin hier nicht unbedingt auf dem Einheitskreis, sondern auf dem Kreis von der Länge r. Also z hat Abstand r von der 0 und das phi, das ist einfach der Winkel hier mit der x-Achse, mit der reellen Achse von dieser Verbindung hier. Nicht? Und das kann ich mir natürlich ausrechnen. Also erstmal das r ist natürlich einfach der Betrag von z. Gut, das ist natürlich klar. Und dann wissen wir ja auch, das ist also x² plus y², daraus die Wurzel. Und das phi können wir natürlich auch aus dem x und dem y ausrechnen, weil der Tangens von phi, das ist ja genau die Ankathete durch die Gegenkathete. Nicht? Also der Tangens von Phi ist x durch y. Nicht? Also das Phi, können wir als die Umkehrfunktion dann davon, also den Arcus Tangens von x durch y berechnen, wenn wir es wirklich berechnen wollen. Ja, okay. Nicht? Also das ist jetzt einfach die Möglichkeit, zwischen diesen Koordinaten, im R2 wird man die als kartesische Koordinaten bezeichnen, ne? Also bei uns ist es imaginär und Realteil, kann ich übergehen zu anderen Koordinaten, die halt mehr den Abstand vom Nullpunkt nehmen und den Winkel da dazwischen. Und die Umrechnung zwischen denen ist dann auch klar. Nicht? Man sollte halt immer nur im Kopf haben, wenn ich wirklich die 0 nehme, die 0 hat als Polarkoordinaten, gut, r ist gleich 0 und das andere kann ich dann willkürlich festlegen als irgendwas. Ne? Also da habe ich eine gewisse Singularität in dieser Umwandlung zwischen den beiden, aber das spielt ja jetzt, ist ja kein Problem.